Hallo zusammen, ich habe hier einen neuen Solarkühlschrank, relativ klein, ein WL93. Wir werden den aktuellen 91er Außensortiment nehmen und nur noch diesen kleineren anbieten. Er hat ein Nutzvolumen von 75 Liter. Er hat eine Breite von 450 mm. Eine Tiefe von 460 mm und eine Höhe von 850 mm. Wir haben unten eine Gemüseschale, zwei Glastablare, einen offenen Wärmetauscher. Durch das haben wir einen besseren Wirkungsgrad, weil der offene Wärmetauscher hängt in der Luft und kann auch hinten umspült werden. Er ist also nicht eingeschränkt in der Rückwand. Und der Wirkungsgrad ist wichtig, da komme ich dazu. Wir haben einen Abgang und hinten eine Kondenswasserschale und dieser Kühlschrank hat einen Außenhautverflüssiger. Das heißt, die Wärme wird über die Außenhaut abgegeben, also das heißt, der Kühlschrank kühlt nicht, der macht nur weniger warm. Und diese Wärme aus dem Kühlschrank wird mit der Kühlmaschine nach draußen transportiert und hier auf der Seitenwand abgegeben. Hier sitzen Wärmetauscher dahinter, das heißt, ich kann die nicht anbohren. Mit Achtung aufpassen. Und ich darf den Kühlschrank nicht einbauen. Weil wenn ich hier ein Holzbrett drauf mache, dann wird dieser Kühlschrank ersticken. Dieser Kühlschrank hat dann auch eine 12 Volt Kühlmaschine, nicht eine 220 Volt, und dieser Kühlschrank kann ich direkt zum Beispiel an dieser Batterie betreiben. Das ist eine 100 Ampere Stunden Lithium Batterie. Daran läuft dieser Kühlschrank circa 5 Tage. Nach 5 Tagen ist die Batterie natürlich auch leer, aber wenn wir eine Schlechtwetterperiode haben, 2, 3, 4, 5, 10 Tage, dann läuft dieser Kühlschrank trotzdem. Mit einem 100 Watt Solarpanel, das sieht jetzt größer aus, als das es ist, also 100 Watt Peak, kann ich diesen Kühlschrank autonom in den Sommermonaten, Schrebergarten, Alphütte betreiben. Im Winter nein, weil wir bei uns hier in der Region haben wir das Problem, da haben wir zu viel Nebel. In den Alpen ist es besser, wenn der an einem kühlen Ort stellt, überhaupt kein Problem. Also das heißt, dieser Kühlschrank hier, ein 100 Watt Solarpanel, ein MPPT-Regler, also ein Maximum Power Point Tracking Regler, plus die Kabel auf Solarpanel, das sind jetzt hier 6 Meter, das Kabel auf die Batterie und Sicherung dazwischen, einfach fliegend, ganz einfach. Für den Kühlschrank, dann liegen wir mit dem Kühlschrank ohne Batterie, liegen wir unter 1000 Schweizer Franken für einen Kühlschrank, der keinen Strom braucht. Dieser Kühlschrank hat gemäß EU-Stromverbrauchsberechnung, die wird bei 16 Grad gemessen und 32 und Schmidt gemessen und kompliziert, dass es nicht mehr schön ist, hat der Kühlschrank einen Energiebedarf von 84 Kilowattstunden im Jahr nach EU. Das wird aber berechnet und ihr werdet den nie auf diese Energiewerte kriegen, außer ihr betreibt den bei 16 Grad Wohnraumtemperatur. Wenn Putin kein Gas mehr liefert, ist das realistisch. Eher realistisch ist, dass dieser Kühlschrank um die 100 Kilowattstunden braucht im Jahr. Wenn wir die 100 Kilowattstunden rechnen, was dieser Kühlschrank braucht im Jahr, sind das um die 50 Euro in Deutschland bei 50 Cent. Was auch nicht so abwegig ist, dann braucht dieser Kühlschrank in 10 Jahren um die 500 Euro Strom. Das heißt, dieser Kühlschrank jetzt mit dem Solarpanel braucht keinen Strom, kostet aber halt einen Tausender.
Ziel ist, dieser Kühlschrank mit dem Panel, mit der ganzen Solaranlage für 999 anzubieten. Wird klappen, das ist kein Problem. Was nicht dabei ist, ist die Batterie. Wenn ich eine Bleibatterie nehme und ich die gut auslege, kostet die 100, 200 Franken, Euro. Wenn ich eine Lithiumbatterie nehme, dann kostet die 900, wo ich jetzt 5 Tage Autonomität habe. Also der Kühlschrank direkt am Netz betreiben ist günstiger. Aber für einen Schrebergarten, für eine Alphütte, dieser einfache Kühlschrank, eine Batterie, eine Solaranlage. Wir haben die Batterien bei uns am Lager, wir haben die Solaranlagen am Lager. Oder wenn ihr sagt, ich will den als Komplettset für 9,99, dann kriegt ihr die Solarpanel dazu, einen Regler und den ganzen Kabelsatz. Die Batterie ist nicht dabei. Wenn ihr keine Ahnung habt von der Elektrik, könnt ihr mir sagen, ja, ich will den Kühlschrank. So lang ist die Leitung bis aufs Dach oder an die Fassade. Der Kühlschrank vor Batterie, die Länge, ist auch kein Problem. Dann vertraten wir euch das vor, dass es eigentlich ganz einfach ist zu montieren. Das andere ist, ihr nehmt statt einer Batterie eine Batteriebox. Da habe ich einen Hauptschalter, ich habe noch einen USB-Ausgang, Sicherung, Zigarettenanzünderausgang. Hier auf der Seite große Stecker. Hier habe ich im Prinzip das Gleiche. Auch einen Wechselrichter, kann ich mal eine Kaffeemaschine betreiben. Und an den gleichen MPT-Laderegler kann ich 2 solche Panel anlegen. Also, fragt mich an. Was kostet der Kühlschrank mit der Batterie, mit dem Solarset? Oder kommt vorbei, wir haben das in der Regel am Lager. Dieser Kühlschrank ist momentan nicht am Lager, wir sind jetzt in der Fertigung, aber das kann sich nur noch um Tage handeln. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag.